Resident Evil 4. Kapitel 5, Punkt 2, in dem befinden wir uns immer noch im neuesten Part von Resident Evil 4. Zudem begrüße ich euch und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. Und wir kontrollieren nochmal ganz kurz unser Equipment. Und dann geht's auch schon weiter. Wir haben nicht so viel Heilung, aber es ist okay noch. Wie viel Geld haben wir denn? Das heißt, ich glaube, getuned und alles und verkauft und so haben wir schon gemacht, bevor wir den Part beendet haben, den letzten. Und deswegen gehen wir jetzt einfach weiter, ne? Und gar nicht so viel Zeit verdrödeln. Schließlich ist Ashley schon am mutieren in irgendeiner Form. Also noch einmal davon nichts mitbekommen, aber lange wird es da bis dahin nicht mehr dauern, nehme ich mal stark an. Und hier müssen wir wahrscheinlich beide den Hebel drücken. Auf beiden Seiten der Tür sind Hebel. Ja, dann, let's go, ne? Die ist verschlossen. Diese Tür scheint ein Hochsicherheitsschloss zu haben. Oh nein. Auf beiden Seiten der Tür sind Hebel. Ja, dann, was ist denn los? Das ist ein euer scheiß Problem. Wait. So, machen wir das halt so. Versuchen wir es. Das hat nicht geklappt. Ach, muss ich auch noch selber drücken? Ach komm, jetzt läuft die wieder automatisch zu mir, oder was? Jetzt stell die mal nicht so doof an. Wait. So. Suchen wir es. So, wunderbar. Sie wurde aufgeschlossen. Sie ist das X einblenden, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur auf die Lichter oben geachtet. Öffnen und da geht's in den Ladebildschirm rein. Das bedeutet Spider-Pig, Spider-Pig, das whatever Spider-Pig does. Okay. Lagerraum. Großer Lagerraum. Großer Lagerraum bedeutet große Gegneranzahl. Ach nee, so groß ist das gar nicht. Das ist bloß langgezogen. Okay. Müssen wir hier rennen? Das sieht stark nach Renn-Action aus. Oh, ich hoffe nicht. Das wird doch Ashley nicht mitmachen, ja. Kacke. Warum ist da nichts drin hier? Immerhin Gewehrmunition. Das gefällt mir nicht da mit dem LKW, um ehrlich zu sein. Oh nee. Sag nicht, ich muss da aufsteigen und die fahren dann. Oh, stimmt, das haben wir ja vorausgesehen, ne? War da nicht irgendwas im letzten Kapitel? Da haben wir doch hier ein Bild gesehen am Ende des Kapitels hier, was als nächstes kommt. Und haben wir doch schon gemutmaßt hier. Da müssen wir bestimmt auf so einem Ding stehen und schießen und. Oh nee. Oh, holy Scheiße, ey. Oh nee. Das ist doch hier wieder Gewehrmunitionverschwendung, ich schwör's euch. Ach du Scheiße. Leave it to me, Leon. Na klar! Die soll fahren oder was? Na klar! Hoho, die fährt! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Aber wir versuchen es erstmal mit der Pistole. Mal schauen, wie lange. Die fährt das Ding, ich glaube, ich flippe aus, ey. Oh Scheiße. Muss man bestimmt ja auch helfen und dann. Oh nein. Wie langsam wir hier durchtuckern. What? Oh nein. Alter, wie der helfen kann. Ich will das Zeug haben! Oh nee! Das ist doch unfair! Das schöne Zeug, was da liegt, seht ihr das? Oh! Ja, ich weiß schon. Die Heterotypen, ey. Alter, da kommt noch ein Mini. Mini sag ich schon. Und zweiter LKW. Aua, fuck! Nein! LOL! LOL! Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn da jetzt bitte schön machen? OMG, ey. Soll ich auf den Fahrer schießen oder was? Das habe ich gar nicht gecheckt. Da waren doch schwarze Scheiben, oder?
Oh, bestimmt waren es nicht schwarze Scheiben. Ich hab mich nicht drauf geachtet. Oh, Kacke. Das war ja so typisch, ey. Leave it to me, Ja, Leon. liebe Timmy. Wenn du mal Vollgas geben würdest, dann brauche ich nicht hier, bräuchte ich nicht Liebe to me machen, ey. Wir stellen uns auf die rechte Seite, glaube ich. Jetzt gehen wir den LKW eher. Oh, scheiße, ja. So langsam durchduckern, die können doch mal Gas geben. Lalalala. Das ist wie eine Einladung, kommt alle, ihr Penner. Ach du Scheiße. Ja, dann komm. Wie er springen kann. Du bist nicht mal mit deinem ohne Kopf, Mann. Das ist der Mist. Wo will ich dann das Zeug ran? Ja, nice. So musst du das machen. Die sehen gar nichts aus, die Flachpfeifen. Ja. Hab's, jetzt läuft's ganz gar nicht so schlecht. War das gut? Ach komm schon! Oh, alter Schwede, ey. Und jetzt? Na klar! Die fahren weiter! Ach komm schon! Bitte, 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 bitte! Oh, holy fuck. Da ist ganz schöne Geld, Mann. Oh Mann. Was jetzt? Was jetzt? Jetzt kommen sie von überall, oder? Oder? I'm leaving it to you. Ja, ja. Na klar. Ja, was auch sonst, ne? Muss ich hier raus? Oh. Okay. Oh, da kommt das schwarze Tür rechts, hast du das gesehen? Die kommen bestimmt gleich runter und wollen an Ashley ist Leder. Wollen Ashley ans Leder, nicht an Ashley ist Leder. Was liegt denn hier? Ah. Oh, du Hurensohn! Reicht doch nicht aus, du Arsch, ey. Es ist ein Hebel für den Aufzug. Betätigen. Der Aufzug wurde aktiviert. Schnell zurück zum Bulldozer. Ja, ich hab's schon gesehen. Da war doch nichts so rum. Mit dieses Jammer grundlos. Entspannt bleiben. Gemeckert, so viel wieder gemeckert. Warum nimmt er nicht das Gewehr, die Pfeife? OMG, Mann. Aber das brauchen wir gar nicht, das brauchen wir gar nicht. Brauchen wir für später das Gewehr, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich liege mit der Theorie richtig. Nur nicht schnell runter, da lag noch Munition. Ich hoffe, die kriegen wir noch ab. Und jetzt? Wow. Lol, was denn jetzt? Oh, das ist die Munition, hätte ich schon gerne noch genommen. LOL, was ist das denn? Warum muss er denn da nachladen? Oh, ist die Munition verschwunden, ey. Bitte lass die nicht von vorne kommen, ey. So, wie weit haben wir es dann eigentlich noch? Ah, wir sind gleich da. Komm, gib Gummi, Mann. Eieiei, da geht's wieder Open Air. Oh yeah. Okay.
Ah ja, das stehen sie schon bereit, die Kumpels, ey. Sei doch ruhig, ey. Hält mich hier und dachte, ey. Jetzt? Aua! Arschloch! Ah, natürlich, natürlich. Wir haben ja sonst nichts zu tun hier. Du Tiere-Heinis, ey. Verdammte Mist, ey. Was? Wo denn, was denn? Nein, 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 nein! Holy fuck! Alter Schwede! Was ist das denn für eine Szene, Leco Mio, ey? My fucking goodness, Mann! Alter, 10 Minuten rum und guckt euch die Scheiße an, ey! Alter, was hier gerade passiert ist. Oh, 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 oh. Oh no, Mann. Muss ja nicht sein, sowas. Oh, prüfen. Das Ding ist hinüber. Funktioniert nicht mehr. Ja. Ein weißer Rad. Ein weißer. Ach, guck mal, der Save Point. Das ist nice. So. Save Point Mugge. Sehr gut. Goldbarren. Die nehmen wir mit. So, haben wir hier noch Gemälde irgendwas? Nö. Okay, vielleicht hinter dem Gemälde. Oh, guck mal, eine Brand Grenade. Hier ist nichts mehr. Aber ich spüre noch secretmäßig was, und ich habe es doch auf der Minimap gesehen. So, was haben wir hier? Ach, guck mal, ein grüner Stein des Urteils. Den ballern wir gleich mal hier rein. So. Wunderbar. Untersuchen. Statue mit 2 Steinen. Ja, einer fehlt noch, ne? Einer fehlt noch. Ich glaube, Secret haben wir jetzt das hier gefunden, ne? Klar, genau, das war das in der Kiste. Dann haben wir hier noch Munitionsgi für uns. Das gefällt mir sehr gut. Das Buch können wir leider nicht lesen. Die Uhr bringt auch nichts. Gut, dann sagen wir mal. Oh, guck mal, der Kumpel hat auch rote Augen. Der ist auch verseucht, Mann. Uiuiui. Welcome. Welcome. Got a selection. Naja, ich weiß schon. Das kann ich dir noch nicht sagen. Wahrscheinlich die Brandgranate. Oder? Wo haben wir sie denn? Da. Is that all? So. Like, what are you buying? Gute Frage. Erstmal nichts, glaube ich. Die Striker. Wie viel Munition haben wir denn in der Striker drin? Haben wir die nachgeladen worden? Ja, nahezu zumindest, ne? Ich glaube, die Striker werden wir nochmal Kapazität aufwerten, oder? Ich glaube, das machen wir. Buying? So. Is that all? So, Kapazität voll. Heißt das dann. Und ja, das nächste werden dann hier zwei das Exklusiv-Tuning erstmal sein, glaube ich. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Das werden wir dann spontan entscheiden, nehme ich mal an. Was haben wir hier? Kann man das lesen? Naja. Hier geht es wahrscheinlich dann. Ah, Ladebildschirmzeit. Okay, dann machen wir hier kurz mal ein Save. Und dann geht es hier weiter. So. Gut, dann gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Da ist ganz viel Höllezeit mit Treppe und sowas alles. Oh, hier ist nochmal ein ganz, ganz langer Bereich und da hinten ist wieder Save Point. Das müssen wir jetzt alles schaffen in 15 Minuten. Wahrscheinlich länger als 15 Minuten. Vor allen Dingen mit Ashley an der Backe, das ist ja immer noch mal eine Nummer härter dann. I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley.
Ashley! Already begun. Okay. Ach du Scheiße, ey. Auf Speicher brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, oder? Nee, brauchen wir nicht. Ach du Scheiße, ey. Das heißt, der kann über uns frei verfügen, wie er lustig ist, ne? Für was haben wir dann dieses Gegenmittel? Haben wir das noch nicht benutzt? Eingeworfen oder so? Das verstehe ich nicht. Von Louis ja, was das aufhalten soll zumindest. Und die andere Frage ist, dieses Piepen von dem Sender, was wir da der Ashley hinten dran gebappt haben, das hat so piep, piep, piep gemacht. Das hören die alle nicht oder was? Das kann nur ich hören oder wie läuft das? Naja, na gut. Muss ja nicht alles wissen, glaube ich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So. Das sieht ja verheißungsvoll aus, ja, dieser Bereich, muss ich mal sagen, ne? Erstmal die Goldbahn hier mit. Da oben auf dem Altar oder Altar-ähnlichen Ding liegt ein Zettel für mich. Ein Zettel. Na gut, dann. Unser Plan. Wegen des Amerikaners haben wir Mendes und Ramon verloren. Ach, das war vielleicht Ramon oder was? Der Typ wieder? Und wer ist Mendes dann gewesen? Wen habe ich denn noch getötet? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall geht's weiter hier. Wir werden unseren Plan dennoch vollenden. Ich muss jedoch zugeben, dass der Verlust meiner Männer zu Problemen führt. Aber damit muss ich klarkommen. Sie sind nicht leicht zu ersetzen. Ich muss weise wählen. Denn die Plagas spiegeln das Gewissen ihres Wirts wider. Wenn ich falsch wähle, werde ich hintergangen. Ich brauche Männer, die mir Treue schwören. Durch Seras Verrat habe ich meine Lektion gelernt. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Ich kann und will nichts und niemanden meine Pläne durchkreuzen lassen. Okay. Das heißt, du bekommst noch mit anderen Untergebenen von diesem Penner zu tun, ne? Früher oder später. Eieieiei. Wo noch mal die Karte? Okay, Treppe. Hm. Stimmt jetzt wieder Wichser-Time, oder? Ich so. Wie haben die nochmal geatmet? Ich hab schon wieder vergessen. Und hier ist jetzt. Lol, dass der da nachladen muss. Quatsch, ey. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Was ist das denn für ein Freak? So ein Militärfuzzi. Ich dachte vorhin noch, das ist der Wesker, aber das ist er ja gar nicht. Aber er hat Ähnlichkeit mit Wesker, ne? Also muss man ganz klar sagen. So die Augen und die Frisur so ein bisschen, das hat schon Wesker Niveau. Oh, ich höre schon wieder hier Elektroknüppel. Hm, hier geht's runter, aber ich will noch gar nicht runter, glaube ich. Guck mal da unten. Ach, der hat mich schon gesehen, oder? Ah, der Penner hat mich doch. Ja, der hat mich schon gesehen, ey. Ja, guck mal, hier bin ich, Kumpel. Was ist denn hier los? Überall stehen sie herum. Kommt der hoch zu mir? Kann ich mich entscheiden, oder? Oder kommt der? Na, kommst du jetzt, oder? Ich kann es nicht richtig sehen, ey. Ist doch scheiße, wenn man da nicht richtig gucken kann. Und da ist auf jeden Fall ein grünes Kraut. Ich glaube, wir müssen uns zumindest in die Richtung nach unten begeben, dass der
dass der kommt. Ah, jetzt, guck mal, da ist er. Komm mir mal nicht so nah hier. Arsch. Da kommt schon der nächste, oder? Ach cool, dass man da zumindest ein bisschen durchgucken kann. Oder? Naja, so leicht. Da oben, Mann. Ey, das sind doch bestimmt so Schießtypis, oder? Moment mal eben. Naja, deine Mutter, Mann. Wenn du von mir willst, dann komm zu mir, du Arsch. Oh lol. Was ist denn beeilen? Ich will das Zeug haben, was da liegt. Na komm, beeil dich ein bisschen. Ich hab keine Zeit für so einen Quatsch. Alter, der war nice. So, in your face, Mann. Hab ich genau gehört, Mann. Ah! Aua! Nein, 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 holy fuck, holy fuck. Oh, das heißt. Das ist unser letztes gelbes Kraut, oder? Ne, wir sind noch nicht ganz voll. So, das Geld erstmal holen. Steh nicht so auf körperliche Nähe, Arsch! So, was haben wir denn hier drin, ne? Ah, Zastas. Oh, nicht so viel, wie ich erhofft habe. Natürlich nicht hoch, die feige Wurst. Komm jetzt zu dir. Mhm. So, und jetzt fliegst du nämlich auf Boden. Das ist Geburt. So. Hier links waren wir noch nicht. Ist da irgendwas? Nö. Rechts ist da auch noch eine Tür, oder? Ach ne, wo war die Tür, die eine? Ach guck mal, hier ist ein Hebel zum Drücken. Ach ne, bringt nichts. Okay, da geht's weiter. Und wir gehen erstmal da lang, da ist Sackgasse. Oh! Wegfall! Lol, geht die Tür wieder zu, ey. Ah, das war's. Sehr schön. Ich bin erschrocken, weil der Typi direkt an der Tür stand, ey. Verdammt, der Mist. Ah ja, Blendgranate. Ich weiß, was das bedeutet. Oh, Zaster. Ich weiß, was das bedeutet. Das heißt, ich muss demnächst Geld ausgeben wieder. So. Ladebildschirm. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dann nehme ich mal einen Schluck aus meiner Bulle. Heute gibt es Maxi-Mix. Die Bella habe ich leider nicht da. Oh, ich befürchte schon fast wieder Überlänge Part, ne? Um wie weit wir hier erst sind. Da hinten, ganz da hinten ist der Speicherpunkt. Aber es sind auch nur kleine Räume, ne? Wer weiß, wie schnell das geht. Oder wer weiß, wie schnell ich sterbe. Eieiei, was ist das? Eieiei, was ist das denn für eine riesen Anlage hier? Ach du Scheiße. Oh nein, da geht doch gleich irgendwas los, oder? Oder? Ah, Fahrstuhl. 3000 waren das, glaube ich. Ich habe es nicht richtig gesehen. Ich habe es gleich wieder weggedrückt, weil es eh knete ist. So. Müssen wir eigentlich auch an Leon langsam sehen, oder? Der roten Augen? Ich kann bloß nicht richtig rundherum schauen. Oh Scheiße, ey.
Okay. Oh, das gefällt mir nicht. Ada? Oh nein! Nee! Ach komm! Ach verdammte Axt, ey! Ich hab doch gedrückt! Ich hab gedrückt! Rechter und linker Button! Verdammter Mist! Ach komm! Millisekunde Zeiten zum Scheiß. Filmsequenz, Dreck, Quicktime, Scheiß. Ach komm, ey. Ah, echt frustrierend, wegen sowas Tote hinnehmen zu müssen. Ja, ja. Naja, von der Mutter. Ah, Motherfucker, Oh, da hab ich getroffen, trotzdem. Oh, aua. Arschloch. Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You'd catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Oh, wieder zu spät, oder? Ach komm, das ist doch ein Witz, ey. Leck mich, du Arsch. Ja, ja, komm auch weiter. Auch wie ich das hasse, an Quicktime Events zu verrecken. So eine Millisekunde Zeit, ey. So Quatsch, Bullshit, ey. Ja, ja, komm mal hin. Dreck, sowas. Und dann kann man das nicht überspringen. Ah, lange nicht gesehen. Ne. Umarmt euch und klutscht euch ab, ey, wenn euch so mögt. Ey. Quatsch. Ah, sowas hasse ich ja, ey. Ah, ja. Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You'd catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Yes. Okay. What do you want? Nice. The sample Sattler developed, that's all. Nice. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sattler's trust in me. Like you, I'm American. Oh. Alter Schwede. Na gut, das ist schon cool inszeniert. You got her involved just for that? Aua! Ach so, ihn getroffen. Das ist gut. Oh. Ach, das ist echt, ich hasse sowas, ey. Ich hasse Quicktime-Events. Ich hasse Quicktime-Events. Ne. Da muss ich doch von ganz vorne machen, oder? Nee, doch nicht. Oh, Gott sei Dank. You got her involved just for that? Okay, und jetzt? Oh. All for Umbrella's sake. Umbrella. Die gibt's nicht mehr, du Arsch. Let it slip. Enough talk. Die, comrade. Ah, nein! Nein! Wow! Yeah, nice! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here.
Na, was du wieder hüpfen kann, ey, wie willst du das denn erzählen? You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Ich bin echt verwirrt, muss ich sagen. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, enjoy the fun. Aha. Aha. Ich verstehe nicht, ich verstehe eher das Rollen der ganzen Sache nicht. Die arbeiten doch zusammen, aber andererseits will sie mich trotzdem nicht tot sehen, ne? Das hätte mir ja jetzt kaum geholfen. Seriös das Ganze. Also gut, dann mal gucken, was uns jetzt erwartet, ja? Scheiße. Ach, diese scheiß Quicktime-Event-Scheiße, ey. Trial-and-Error-Mist, sowas hasse ich ja, ey. Ah, Ladebildschirm, okay. Die Sequenz an und für sich war cool, ja, aber dieses Millisekunde Zeit haben, so, also das war, es ist ja nicht mal so, ich will ja keine ganze Sekunde Zeit haben, wisst ihr, wie ich meine, aber, also das ist ja, oh, jetzt geht das wieder los mit den automatischen Türen, oh nee, das heißt bestimmt wieder Mutationskacke ganz viel, hier, also diese komischen Krüppel, diese Wichsköpfe da, oh scheiße, introduce it, was mein, oh nein, nee, oh, da habe ich ja Bock drauf. Ich habe gerade geschunken. Wisst ihr, woran ich gerade denken musste? An Resident Evil, an die Filme, wo man, wisst was ich meine, wo man, Alter, wo man, wo diese Red Queen, dieser Computer da. Das ist aber schon tricky hier. Meine alte Scheiße, ja. Wow. Alter, das ist aber 100 Pro aus dem Film, ey. Alter, was denn jetzt? Hä? Was muss ich tun? Durchrennen? Durchrennen! Alter, na klar! Alter, was der kann! Leck mich doch am Arsch, ey. Willst du das denn erzählen? Lol. Wird aufgeschlossen. Ach du Scheiße. Ah! Ah ja, also sowas, das ist echt unschön, sowas. Nee, also das muss ich kritisieren, das gefällt mir nicht. Also für mich persönlich, das hat nichts mit, keine Skillsache oder so, ist da so. Entertaint mich auch nicht, das ist nur frustrierend, so ein Scheiß. Naja, komm mal rein. So, wunderbar. Komm mal her. Arschloch. So, und jetzt die aufmachen, Gogo. Hm, ist klar. Natürlich. Aha. Okay. Alter, was ist das denn hier, ein Thron? Oh, ist langsam, aber mal langsam. Oh Gott sei Dank, wir haben fast den den Speicherpunkt erreicht. Oh, das ist bestimmt so ein Sessel, wo uns dann irgendwo hinfährt, oder? Oh, diese automatischen Türen. Irgendwo hier ist ein Secret.
Ach da, guck mal. Sag bloß, das ist das letzte Teil. Nee. Du erhältst elegante Kopfbedeckung. Da schauen wir uns mal ganz kurz an, was das ist. Der seltene Stein in diesem Kopfschmuck macht ihn zu etwas Einmaligem. Ja, erinnert mich ein bisschen an die japanischen hier, die ich weiß nicht, wie sie heißen, die Frauen, die diese Schmuckstücke da tragen. Auf jeden Fall ist das in Japan sehr verbreitet, ne? So riesengroße Schmuckstücke auf dem Schädel zu haben. Nehmen? Wie nehmen? Platz nehmen oder was? Was soll ich denn nehmen? Oh! Nehmen? Was soll ich denn hier nehmen? Hä? Wo denn? Habt ihr da irgendwo einen Smaragd gesehen? Ich nicht. Und Fahrstuhlzeit, ne? Oh ja. Und dann da ist endlich der Savepoint. Och, Gott sei Dank. Ein Ladebildschirm. Spider-Pig, does whatever a Spider-Pig does. Can he swing from a web? No, he can't. He's a pig, look out. He's a Spider-Pig. Okay, hallo. Oh. Introduce you to it. Bin ja mal gespannt, was it ist. Ich glaube, it gefällt mir nicht. Oh, mein, ah, oh, was haben wir denn da? Greenest Crowd und ein Green Smaragd. Ich glaube, hier, da kommt gleich irgendwas von hinten angelatscht, Mann. Alter, habt ihr das gehört? Bei mir ist es überhaupt wie ein Vogel, urlaut. Ich habe das Fenster ein bisschen gekippt. Und ich dachte, das ist hier bei uns im Spiel. Ich wollte schon fragen. Also, ich habe mal gefragt, ob ihr das gehört habt, aber ich hoffe mal, ihr habt es nicht gehört durch das Mikro. Hm, okay. Ach Gott sei Dank, davon ist der Safe Point. Bitte lass uns da hinkommen, ohne dass noch was passiert. Alter, die Riesentür, das weiß da schon mal nichts Gutes, ey. Verdammte Scheiße. Oh, Kumpel, lass mich mal hier. Was haben wir denn hier? Louis Notiz 4. Ach, wisst ihr was? Die Louis Notiz, die lesen wir uns im nächsten Part durch. Die lesen wir uns im nächsten Part durch, weil dieser Part ist schon ewig lang. Und ah, nehmen natürlich. Und ehe wir uns noch hier verquatschen und zu lange den Pfad werden lassen, würde ich mal lieber sagen, wir beenden den hier. Machen doch ein kurzes Schwätz hier mit unserem Kumpel hier. Guck mal, jetzt hat er wieder normale Augen. Das verstehe ich nicht. Kann man die Rotaugen töten und die normalen nicht? Oder und das bringt irgendwas? Oder? Ah, das würde mich ja schon interessieren. So, 66.000 haben wir jetzt wieder. Aber ich werde jetzt nicht nochmal den Fehler machen, um mir was zu kaufen, weil... Warum? Ah, das lockt mich natürlich schon, ne? Was ist denn hier? Killer 7? Ach, das ist das, was man schon mal angeschaut hat, die Pistole. 25 Damage. Drückt die Scheiße an. Warum können wir die eigentlich nicht kaufen? Kriegt man die mit irgendwas, durch irgendwas Besonderem? Muss man das Spiel einmal durchspielen und man kriegt dann die Waffe automatisch, oder wie läuft das? Ah, gut. Come back, naja, gut. Dann gucken wir noch mal ganz kurz, haben wir hier vielleicht irgendwas? Nö, ist alles, ne? Kumpel, danke erstmal. Eventuell sagt uns der nette Oliver, ob wir hier noch was machen müssen beim Händler. Ansonsten würde ich dann nämlich nichts machen. Und dann, ja, machen wir mal Schluss mit dem Part. Ich hoffe, dieser hat euch gefallen. Ich weiß, ich war ein bisschen frustriert durch die Quicktime-Events, aber ja, ich denke, ihr könnt das verstehen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich freue mich mit euch zusammen auf den nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bye bye und tschüss.